Manfred Amarell ist tot. Der ehemalige Schiedsrichter und Schiedsrichtersprecher des DFB starb im Alter von 65 Jahren in seiner Wohnung in München. Über die Todesursache gibt es noch keine genauen Informationen. Er hinterlässt seine Ehefrau und zwei erwachsene Töchter. Amarell pfiff von 1986 bis 1994 insgesamt 66 Bundesligaspiele. Nach seiner aktiven Karriere war der Münchner Schiedsrichtersprecher und löste 2010 einen Riesenskandal aus. Der junge Bundesliga-Schiedsrichter Michael Kempter warf Amarell sexuelle Belästigung vor. Eine öffentliche Schlammschlacht begann. Im Dezember 2011 hatte Amarell noch erklärt: "Meine Lebensqualität geht gegen Null und das ist bis zum Tod nicht mehr zu korrigieren."